Wir haben unsere Riesenbombe an dem Skylift dran. Droppt den Bus. Okay, hat den Bus gedroppt und... Boom! Sehr gut, Jungs, sehr gut. Ja, jetzt läuft es. Jetzt läuft das hier. Jetzt läuft das. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Weil meine Worte in Lines. Creative Code für den Ripe. Ey, Crimex OG. Ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, hier Paul Berger, wir sind wieder zurück in GTA 5 mit der Green Gang, Leute, was da los? Wir werden uns heute natürlich wieder mit der Lila Gang anlegen und es geht hier direkt los mit Action, weil ich habe schon gesehen, Leute, die werden uns gleich angreifen. Ihr seht schon, die sind mit Helikoptern, Fahrzeugen, die werden uns angreifen, ich muss meine Gang wagen, die... Greifen an. Ich muss denen allen sofort Bescheid sagen. Wieder hier Props an alle, die mitmachen. Leute, kommt auch in die Gang, wenn ihr GTA 5 auf PC spielt. Link unten in der Videobeschreibung. Kommt in die Gang. Let's go. Lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert, wenn wir mehr GTA Gang Action machen wollen. Und ich würde sagen, Lila, kommt her. Kommt her. Heute werden wir euch hochnehmen. Und dass ihr uns jetzt schon wieder angreift, das gibt Rache. Weil ich habe mir schon wieder einen richtig kranken Plan überlegt, wie wir die Lila Gang hochnehmen können, Leute. Let's go. Die greifen an, die greifen an, die greifen an. So, ich schreibe mal alle... zu mir stellen mit Baseballschläger. Alle zu mir stellen mit Baseballschläger. Jungs, kommt alle zu mir. Alle zu mir kommen. Wir müssen in einer Einheit stehen, in einer Linie. Sollen die herkommen? Okay, okay, da oben sehe ich schon den ersten Heli, Leute. Da hinten sehe ich schon den ersten Heli. Stark, Jungs. Das ist die Green Gang. Die Green Gang hält zusammen, Leute. Die Green Gang hält zusammen. Let's go. Ihr wirft hier schon Scheine. So, kommt doch. Wir schreiben jetzt erstmal. Kommt doch, Lila. Kommt doch her. Boah, Jungs, hier die Green Gang steht hier richtig wie eine Einheit zusammen. Die wollen uns unsere Base wegnehmen. Die wollen uns unsere Frauen wegnehmen. Unsere Kinder. Aber nicht mit uns. Okay, okay, da oben ist ein Heli. Da oben ist ein lila Heli, Jungs. Passt auf. Ja, ja, da oben am Himmel. Das Ding ist nur... Ah, nee, warte. Zwei. Oh Gott, zwei dicke Cargo-Bobs sind da hinten am Himmel. Jetzt weiß ich nicht. Okay, Jungs, die haben sich hier versammelt. Die warten hier vorm Flughafen auf uns. Aber wir lassen die herkommen. Alles gut. Alles gut. Ich habe vielleicht noch die Idee. Wie wäre es, wenn vielleicht einer von den Paulbergern hier noch einen Wasserwerfer fährt? Warte, schreibt mal. Einer in den Wasserwerfer. Einer in den Wasserwerfer. Dann soll der nämlich die anderen Lila gleich mit dem Wasserstrahl umfetzen und wir müssen ihn nur wegprügeln mit dem Basie. Okay, sehr gut. Wir fahren hier harte Geschütze auf. Die Idioten fahren sich selbst um. Die Idioten fahren sich selbst um. Ey, die, also meine Leute, die Green Gang absolut lost hier. Die. Ich wollte das nicht tun, tut mir leid. Okay, alles gut. Wir verzeihen dir. Wir verzeihen dir. Der eine muss jetzt nur schnell wieder herkommen. Weil, ich glaube, die werden echt in einer großen Masse angreifen, die Lila. Da hinten, die sind da! Die sind da! Pass auf, Jungs, pass auf. Da hinten sind sie. Da hinten sind sie. Sie kommen. Sie kommen. Ich will, dass wir uns alle in einer Linie aufstellen. Alle in einer Linie aufstellen. Oh, ne. Ey, die haben Lila, die haben den Grünen von uns überfahren. Ey, die haben auch einen Wasserwerfer. Pass auf. Wasserwerferangriff, Wasserwerferangriff. Der Wasserwerfer greift uns an. Oh, Gottes Willen, Digga. Oh, Gottes Willen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Okay, grüner Wasserwerfer, Angriff, Angriff, Angriff. Oh, Gottes Willen. Okay, die Lila kommen. Verteidigt die Base, Leute. Verteidigt die Base. Oh, oh nein, ich werde selbst umgefetzt von unserem Wasserwerfer. Nein, nein, nein. Oh Gott, ich liege am Boden. Nein, nein. Ey, die kloppen auf mich. Ey, Mann. Verdammt nochmal, Green Gang, ey. Ich werde von unserem eigenen Wasserwerfer umgeholzt. Schnell wieder rein. Schnell wieder rein. Die wollen uns unsere Base wegnehmen. Ey, die hatten einen guten Angriff. Die haben gerade wirklich gut angegriffen. Komm her, Digga. Komm her. Weg von meinem Flughafen. Weg von unserer Base. Gut gemacht. Knüppelt den weg hier. Scheiße, ey. Wir müssen unbedingt schnell wieder reinkommen. Wir brauchen ein Auto. Wir brauchen ein Auto, sonst kommen wir da gar nicht durch. Okay, meine Freunde, es ist noch nicht vorbei. Das war nur die erste Welle. Die werden wiederkommen. Die werden wiederkommen. Das war gerade schon echt knapp. Die Lila sind wirklich stärker geworden in den letzten zwei Wochen, wo ich weg war. Guck mal, da kommen die schon wieder angerast. Die kommen schon wieder angerast. Einer wieder in den Wasserwerfer, Jungs. Einer muss hier wieder den Wasserwerfer befeuern. Einer muss hier wieder den Wasserwerfer... Oh mein Gott! Okay, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Nicht schießen, man darf nicht schießen. Man darf nicht schießen. Verteidigt die Base mit allem, was ihr habt. Oh Gott, die umzingeln uns hier. Die umzingeln uns hier schon wieder. Verteidigt die Base mit allem, was ihr habt, Leute. Stark, stark, stark. Gut, gut, gut. Kloppt die weg, Leute. Weg von unserer Green Base, Junge. Du willst abhauen, ne? Hey, oh mein Gott, ich wurde über den Haufen gebrettert. Alter. Ey, Jungs, oh mein Gott, das ist zu krank hier. Das ist zu krank hier. Das ist zu krank hier, was hier abgeht. Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss mir kurz die Panzerung reinhauen. Die Panzerung. Zack, 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 zack. Verteidigt die Base. Ey! Digga, man darf nicht überfahren, Junge. Okay, okay. Drei Lilane bei mir, drei Lilane bei mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, wie viele? Die Lilane, wo sind meine ganzen Green-Leute? Wo sind die ganzen Green-Leute? Die Lila überrennen uns gerade. Ey, das wird zur Rache geben. Das wird auf jeden Fall eine Rache geben, Leute. Ja, Digga, ich werde. Ey,
Wo sind denn meine ganzen grünen Leute heute, ey? Die Lila sind stärker geworden, ich merke schon. Ich werde hier auch... Ich werde hier draußen direkt wieder verprügelt, ey. Ey, Leute. Ey. Ey, ohne Spaß, Green Gang. Ich glaube, wir müssen gleich aus unserer eigenen Base flüchten. Ich glaube, wir müssen gleich wirklich aus unserer eigenen Base flüchten. Das ist kein Spaß. Steig schnell ein. Green Gang. Wir müssen die Base halten. Da ist ein Lila in einem grünen Auto. Unsere Autos haben sie uns auch schon geklaut. Also es wird auf jeden Fall die Krache geben, Leute. Ich sag's euch. Ach, ey. Jetzt fahr doch da drüber, Junge. Alle zur Base. Wir müssen jetzt... Was machst du denn? Wir müssen jetzt alle zur Base fahren. Wir müssen jetzt alle zur Base. Ey, Digga, warum geht das Ding jetzt hier wieder zu? Das ist komplettes Chaos hier. Wir dürfen uns aber nicht unsere Base nehmen lassen. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Ey, ihr habt's gesehen. Die haben uns komplett überrannt. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo meine ganzen Leute waren. So, weg mit dir, Lila. So, jetzt. Ich will, dass jeder Lila, der noch hier ist, der muss, wird jetzt hier zusammengeprügelt hier. Kann ja wohl nicht sein, dass die hier unsere Base übernehmen. Zack. So, wir steigen jetzt. Guck. Ey, aber ganz ehrlich, mit so einer Gang braucht man auch keine Feinde mehr. Ja. Ey, Digga. Ganz ehrlich, wenn er hier meint, uns die ganze Zeit über den Haufen zu fahren. Wenn er, ist zwar nicht erlaubt, aber wenn er hier meint, uns über den Haufen zu fahren, dann nehme ich die RPG, Digga. Sag ich dir so, wie es ist. No front an der Stelle, aber man macht hier nur mit Baseballschläger. So, ich rufe jetzt einmal kurz Lester an. Und wir müssen jetzt hier die Base wieder zurückerobern. Jetzt hier Schluss mit lustig. Okay, ich bin mies angefressen. Ich bin richtig mies angefressen. Das gibt auf jeden Fall Rache. Okay, Green Gang. Ey, wir haben es fast geschafft. Wir haben sie fast von uns vertrieben. Nur noch ein bisschen Gas geben. Ey, Mann, warum sterbe ich denn die ganze Zeit One-Hit, Mann? Ich prügel den doch genauso weg. Mist, die Lilan klauen Autos, schreiben die rein. Ey, jetzt klauen die auch noch unsere Autos. Ey, Jungs, so kann das nicht weitergehen. So kann das gerade echt nicht weitergehen. Ich will, dass die gesamte Green Base jetzt sich bei der Base versammelt. Green Gang, alle zur Base. Ey, das kann nicht sein. Es muss jetzt erstmal... Also, die Lilan sind wirklich stärker geworden. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool, die Lilan sind wirklich stärker geworden. Wir müssen jetzt erstmal eine kleine Krisenbesprechung machen. Aber ich habe schon einen Plan, Leute. Ich lasse natürlich meine Green Gang nicht im Stich. Ich habe schon einen Plan. Wir werden uns bei denen rächen. Ey, unsere Base sieht aus wie ein Schlachtfeld hier. Das ist gar nicht gut. Jetzt muss, ey, die ganze Gang jetzt bitte einmal in das Gebäude rein. Alle in die Base. Alle in die Base. Alle in die Base, Leute. Alle in die Base rein. Das ist gerade echt scheiße, was ihr hier gerade gemacht habt. Das war keine gute Leistung. Jetzt erstmal wie so ein Fußballtrainer die Mannschaft zusammenscheißen. Also das war gerade echt Schmutz. Wir haben gerade einfach nur kassiert, Leute. Wir haben einige eure Autos, Green Gang. Ey, ehrenlos, ehrenlos. Wir holen sie wieder zurück. Die sind zu uns gekommen und haben uns unsere Autos geklaut und uns in unserer eigenen Base verprügelt. Wer will das hier auf sich sitzen lassen? Ich scheiße jetzt an, Green Gang. Das war kacke. Von dir war das scheiße. Von dir war das scheiße und von dir war es auch scheiße. Ohne Spaß, ich werde hier von meinen eigenen Leuten über den Haufen gefahren. Das war einfach kacke gerade. Ich will, dass die gesamte Green Gang jetzt mal hierher kommt. Aber Leute, ich wäre ja nicht iCrimex, wenn ich jetzt nicht einen Racheplan hätte. Und zwar werden wir nicht nur unsere Autos zurückholen, sondern wir werden alle Autos von denen klauen und in einem fucking Fluss versenken. Wir werden die im Meer versenken sogar. Und dafür haben wir so Spezialhelikopter besorgt von unserem Modder, Leute. Damit werden wir alle Autos von denen klauen. Und ich rede nicht von Cargo-Bobs, sondern so richtig kranke, gemoddete Helikopter. Modder-Kollege Spoiler. Guck mal. Ey, was ist das denn heute für ein Bummi-Team? Die fallen hier selbst runter. Wir müssen die Autos zurückholen. Ja, Asboy, wir holen die Autos zurück. Oh, shit, Leute. Genau von diesem gemoddeten Fahrzeug rede ich. Zum Glück haben wir einen Modder in der Green Gang. Und das hier ist nämlich irgendwie so ein Skylift oder so heißen die Teile. So, Modder-Kollege, demonstrier mal bitte an einem Auto, was wir damit machen können. Demonstrier mal bitte an einem Auto, was wir damit machen können. Damit alle mal wissen, was abgeht. Aber wir schauen mal zu. Der soll mal hier bei diesem Auto, bei diesem weißen Transporter, soll er mal demonstrieren, was er damit macht. Wenn er fliegen kann. Ich hoffe, er kann auch Heli fliegen. So, genau, einmal da drauf fliegen. Und einfach ein Random her und nimmt das Auto weg, Digga. Ey! Das geht bei dir! Ey, Digga, wer ist der Random her, der das Auto klaut? Ey, ein Scheiß, du bleibst schön hier. Du bleibst schön hier mit das Auto, das Eigentum der Green Gang. Komm da raus, Junge. Was denkst du, wer du bist? Hä? Was denkst du, wer du bist? So, jetzt zeig mal, was wir hier mit dem Skylift machen können. Wie wir gleich die Lila-Gang hochnehmen werden. Das ist nämlich mein teuflischer Plan hier.
Ich schwör's dir, die Green Gang hier mal. Meine Green Gang, das sind wie so Minions. Die sterben einfach die ganze Zeit, fallen irgendwo runter und so, wie so Idioten. Oh! Oh mein Gott, Leute, guck mal, wie das aussieht. Alter. Alter, krank. Und das werden wir aber jetzt mit den lila Fahrzeugen gleich machen. Modder-Kollege, einmal bitte, einmal hier so ein Fahrzeug damit hochheben. Und einmal bitte fallen lassen. So, wir reden hier über Voice Chat. Ich will nämlich testen, Leute. Was wäre, wenn wir einfach einen Bus zum Beispiel nehmen, da C4 dranhängen und das dann über der lila Base runterdroppen? Ey, das wäre zu gewalttätig. Okay, er kommt angeflogen, der Skylift kommt. Er kann ihn runterdroppen. Okay, okay, stark, stark, stark. Wir haben einfach gemoddete Fahrzeuge. Die Green Gang hat gemoddete Fahrzeuge und damit werden wir die lila Gang jetzt angreifen. Stark, stark, stark. Okay, sehr nice. Unser Plan ist sehr, sehr teuflisch. Ich würde mal behaupten, wir brauchen einen Bus. Wir brauchen einen Bus und dann gehen wir alle in unsere Fahrzeuge rein. So, okay, da ist der Bus. Wir werden jetzt hier mal C4 dranhängen. Und dann wird hier alles in die Luft fliegen. Aber nur ich C4 dranhängen, kein anderer. Okay, C4 ist dran, Bruder. Nimm das Ding auf, nimm den Bus auf. Okay, okay, Leute, let's go. Let's go. Wir haben unsere Riesenbombe an dem Skylift dran. Okay, warte jetzt. Alle langsam in Kolonne fahren. Alle langsam in Kolonne fahren, Leute. Da ist irgendjemand mit dem Fahrzeug drin. Ich fahre leider nicht selbst. Aber egal. Wir vertrauen darauf. Und diesmal müssen wir müssen die alle wegkloppen. Wir werden unsere Bombe auf die droppen lassen. Also das ist wirklich der Geheimplan. So, auch im Skylift bitte aufpassen. Nicht, dass ihr irgendwie unnötig früher angeschossen wird. Leute, jetzt gibt's das fette Finale, den Endfight. Das ist einfach jetzt der Endfight. Wir werden eine riesige Bombe auf die runter droppen lassen. Damit die wissen, dass sie sich nicht mehr mit uns anzulegen haben. Let's go, let's go, let's go. Ihr seht's, wir fahren hier alle in Kolonne. Sehr gut, langsam. Schreibt nochmal langsam. Oh, die schreiben schon, lila Gang, Barriere mit Wasserwerfer bauen. Zum Glück wissen die nichts von unserem kranken Plan, weil das habe ich hier gar nicht in Live-Chat reingeschrieben. Das mache ich nur hier mit meinem Modder-Kollegen aus. Mit M52 im Ehrenbruder. M52 bitte mit dem Ding über uns fliegen. Bitte bei uns bleiben mit der Ware. Digga, der Idiot fährt auch nicht langsam. Langsam fahren. Ey, Digga, der Typ, der fährt, der geht mir auch mies auf die Eier, ne? Der Typ, der fährt, der kann einfach mal gar nichts, Leute. So, du kommst jetzt hier raus. Sorry, aber ich fahr jetzt. So, du darfst als Beifahrer einsteigen, komm. Ah, komm, steig ein, steig ein, steig ein. So, der, also er kann nicht mal in Kolonne fahren, der Dummkopf. Weiter geht's, Jungs. Er schreibt, wie er mein Auto klaut, du Paul Berger. Ja, Digga, er kann halt absolut nicht fahren. So, okay, 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 Leute. Wir sind jetzt hier in der Kreuzung. Jetzt alle aussteigen. Alle aussteigen. Leute, Baseballschläger jetzt in die Hand nehmen. Wir nehmen jetzt den Baseballschläger in die Hand. Wir haben die Explosivware. Das ist der Explosivware in dem Heli. Heli zurückbleiben. Heli noch zurückbleiben. So, langsam vorlaufen. Langsam mir nach. Wir müssen aufpassen. Die lila Gang, die macht wirklich ernst, Leute. Die sind am Durchdrehen. So, die Bombe ist über uns. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, komm, alle mir mal nachlaufen. Green Gang. Ich glaube, wir sind sogar etwas in der Unterzahl. Aber die Rache gehört uns. Komm, wir schaffen das. Das ist unsere Rache jetzt. Let's go, let's go. Alle mir nach. Alle mir nachlaufen. Stark, stark, stark. Die Green Gang greift wieder an. Oh mein Gott, seht ihr das? Da vorne ist lila Base. Und die haben unsere Autos geklaut. Ehrenlos, Digga. Ehrenlos. So, okay. Modder, drop jetzt den explosiven Bus über ihn. Wir werden jetzt die Bombe dann gleich zünden. Drop den Bus. Drop den Bus, Leute. Drop den Bus. Okay, er hat den Bus gedroppt und... Boom! Boom, Leute. Der Bus explodiert. Jetzt Angriff. Jetzt Angriff, Leute. Jetzt Angriff. Komm, alle jetzt rein. Alle jetzt rein. Angriff. Holt euch eure Autos zurück. Kämpft um Mutters Ehre jetzt, Digga. Kämpft jetzt einfach um Mutters Ehre. Bam! Digga, ich werde wieder von meinen eigenen Leuten... Ach, ey. Also, die Green Gang war auch schon mal besser aufgestellt. Heute ist irgendwie Bummi-Verein. Heute ist irgendwie der Bummi-Verein da, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zerstört alles. Holt euch eure Autos zurück. Kämpft um Mutters Ehre. Ihr wisst Bescheid. Oh mein Gott, wie viele Lila sind das? Warum ist die Lila-Gang auf einmal so krank geworden? Warum sind auf einmal so viele Lila hier? Ey! Ey, ich brenne. Warum brenne ich? Wer benutzt hier Feuersachen? Das ist nicht erlaubt. Oh Gott, die rennen mir hinterher. Die rennen mir hinterher. Oh Gottes Willen, Digga. Oh Gottes Willen. Die Lila-Gang ist stärker geworden. Leute, wir brauchen Support. Wir brauchen hier wirklich Support. Wir brauchen Support. Kommt in unsere Gang rein, Leute. Kommt in unsere Crew. Wenn ihr auf PC spielt, die Green Gang braucht wieder Support. Wir sind schwächer geworden. Wir sind schwächer geworden. So, komm jetzt. Ich will da jetzt in die Base reinkommen. Ja, ey, wie viele? Das ist doch nicht normal.
Ja, ja, die kloppen sich gegenseitig weg. Oh mein Gott, das sind zu viele. Ey! Ich sage euch ganz ehrlich. Komm, lass meinen Green Gang Bruder in Ruhe. Er kloppt mir auch wieder einen über. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, das ist ein schwarzer Tag für die Green Gang. Das ist ein ganz schwarzer Tag für die Green Gang. Irgendwie sind wir mehr am Kassieren, als dass wir austeilen, habe ich das Gefühl. Wir kommen irgendwie nicht mal gefühlt in die Base von ihnen rein. So, weg mit dem. Gut, 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 gut. So, komm, alle Grünen jetzt in die Base rein. In die Base rein und schnappt euch eure Fahrzeuge. Es geht um Mutters Ehre, wie gesagt. Komm raus, Junge. Sehr gut, Jungs, sehr gut. Ja, jetzt läuft das hier. Sehr gut, jetzt mit den Fahrzeugen abhauen. Sehr gut, Leute. Die Green Gang ist wieder zurück. Oh Gott, nein, nein. Die Green Gang ist wieder zurück. Wir haben die Autos zurückgeklaut. Wir sind in eurer Base drin. Disrespect ist da. Disrespect ist da. So, komm. Warum werde ich denn immer... Digga, ist der Typ Modder oder was? Ich hab Pons Panzer und volles Leben. Warum bin ich... Ey, One-Hit, Digga. Er hat sich über den Haufen gefahren, Digga. So, Digga. So machen wir das hier mit der Lila Gang. Sehr nice, Leute. Stark. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt die lilanen Fahrzeuge von ihnen und bringen die jetzt mal in unsere Base. Ja? Gut, gut. Also, das war wirklich heute knapp. Ich muss ehrlich sagen, die Lila-Gang ist stärker geworden. Haben wir gerade noch so gerockt hier. So, und ich würde sagen, jetzt zur Strafe fackeln wir hier jetzt nochmal alles ab. Jagen wir jetzt hier nochmal die lila Base in die Luft. So, ich will jetzt, dass wir hier nochmal ein bisschen die lila Base in die Luft jagen. Ihre Fahrzeuge und so, ihr wisst Bescheid. So, hier ein bisschen C4 dran. Und bam, Junge! Ey, oh mein Gott. Oh mein Gott, zu wild. Zu wild. Aber ich muss sagen, unsere Rache war krass mit diesem TNT-Bus. In diesem Sinne, meine Freunde, würde ich sagen, war es das schon wieder mit dem Video gewesen, Leute. Ich weiß, wir waren ein bisschen weg. Und die Lila Gang ist in der Zeit stärker geworden. Wir müssen wieder mehr GTA zocken. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr das Ganze gefeiert habt. Wenn ihr wieder mehr GTA sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymix.